Der VW Golf wird 2024 50 Jahre alt. Zum Geburtstag stellt VW den neuen Golf 8 GTI und den neuen GTE Clubsport vor. Letzterer wird schon lange erwartet. Hier beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring 2024 wird das Geheimnis um den neuen Sportler gelüftet. Mit dabei VW-Kommunikationschef Stefan Voßwinkel, die Fahrerlegende Hans-Joachim Stuck und VW-Werksrennfahrer Benjamin Leuchter, der sogar beim 24-Stunden-Rennen mit diesem Golf GTI Clubsport einen Klassensieg feiern konnte. Dann wird er erstmals gezeigt. Der neue GTI Clubsport. Mit diesem Auto werden viele den Einstieg in den preiswerten Motorsport schaffen. Das Auto ist etwas für Leute, die sportlich auf der Straße fahren wollen und für Leute, die für relativ wenig Geld mal auf einem Siegerpodest bei einem Autorennen stehen möchten. Die Basisausstattung bringt das Auto mit. Im Rahmenprogramm des 24-Stunden-Rennens startete ich auf einem Golf 1 GTI. Als Erinnerung an gute alte Zeiten. Nach 3 Stunden stand ich zusammen mit meinem Teampartner Achim Rossmann auf dem Siegertreppchen. Der Golf 1 GTI stammte aus dem Jahr 1978. Für die Golf-Fangemeinde ein perfektes Wochenende, denn es gab auch einen Sieg mit dem Golf 8 GTI Clubsport in der Klasse und die schnellste Rundenzeit für den noch jungfräulichen VW-Renner. Man könnte sagen, VW hatte an diesem Wochenende eigentlich alles richtig gemacht. Glückwunsch an das VW-Team. So viel dazu. Nun habe ich Gelegenheit, den neuen Sportgolf auch zu fahren. Auf geht's! Ich darf euch begrüßen auf Schloss Oelber. Das liegt rund 60 Kilometer entfernt von Wolfsburg. Und auf diesem Gelände wird ein bekanntes Auto vorgestellt. Und das ist der Golf GTI. In diesem Fall ist es ein GTI Clubsport. Und darum geht es auch. Der Golf GTI, der kam ja 1976 auf den Markt. 1974 kam der erste Golf, dann die sportliche Variante. Auch ich hatte ein solches Auto mit damals 110 PS. Das hier hat um die 300 PS, ist also mehr als das Doppelte. So, dieser Clubsport wurde entwickelt, um Leuten, die Motorsport betreiben wollen, ein Auto an die Hand zu geben, das zum einen einen Frontantrieb hat, das ist dann einfacher zu fahren. Und mit diesem Auto kann man preiswert Motorsport betreiben. So, schauen wir uns das Auto mal an. Er hat also die typische Golf-Nase, die Golf-Schnauze. Es gibt auch hier diese rote Leiste, ist typisch für den GTI. Dann habe ich hier hochglanz-schwarze Anbauteile, ein bisschen Spoiler hier vorne oder eine Lippe besser gesagt. Und hier vorne gibt es dann Luft für den 2-Liter Turbomotor, auf den wir dann später noch zu sprechen kommen. Auf der Seite 19 Zoll große Räder, da verbirgt sich auch eine sehr große Bremse und die braucht man auch, wenn man Motorsport betreibt. Nicht nur vorne, sondern auch hinten innen belüftete Bremsen. Das zeigt schon, dass dieses Auto für den Motorsport eigentlich gemacht ist. So, und jetzt schauen wir uns nochmal das Heck an. Hier wird deutlich, es gibt einen kleinen Heckspoiler hier. Dann hat man VW-typisch dieses IQ-Licht. Kennt man mittlerweile. Es gibt hier so einen Diffuser, der sorgt in Zusammenspiel mit diesem Heckspoiler dann für ein bisschen Abtrieb auf der Hinterachse. Und was ich hier sehe, ist, glaube ich, eine Akrapovic-Auspuffanlage. Die sorgt dann für den richtigen Sound. Aber Sound ist nicht alles, sondern es geht um die Fahrleistungen. Und die werde ich mir jetzt mal anschauen hinter dem Lenkrad. Der Blick nach innen offenbart, dass es hier nicht viel Unterschiede gibt zum normalen GTI. Und dieser Clubsport hat auch eine sehr edle Einrichtung, muss ich sagen, edle Materialien. Es gibt hier so ein bisschen Kohlefaseroptik. Dann hat man hier einen 15 Zoll großen Monitor, mit dem man jetzt in der 4. Generation, ist er angekommen, alles besser bedienen kann. Dann habe ich hier vorne ein virtuelles Cockpit, aber das ist ja mittlerweile bei den meisten Fahrzeugen von VW und auch anderen Herstellern schon absolut normal. Es gibt ein sportliches Lenkrad und ein abgeflacht normale Knöpfe, keine digitalen Touchknöpfe. Die finde ich nicht so gut. Das hier sieht schick aus. Es ist so Hochglanz-Plastik. Dann habe ich hier so einen kleinen Schalthebel. So einen großen gibt es hier nicht mehr, braucht man auch nicht. Es gibt sportliche Sitze, die sehen so aus, als ob sie auch sehr viel Seitenhalt bieten beim Kurvenfahren. Das braucht man auch. Wenn allerdings einer mal auf einer Rennstrecke unterwegs ist und macht das vielleicht ein bisschen professioneller, dann wird man wahrscheinlich auch Schalensitze verwenden wollen oder auch müssen. Insgesamt also muss ich sagen, schön eingerichtet dieser Sportler.
Also es ist immer mal wieder schön, mit einem Golf GTI unterwegs zu sein. Da werden Erinnerungen wahr an die Zeit um 1977, 78. Das hier ist natürlich eine ganz andere Nummer. Der GTI Clubsport mit seinen 300 PS ist schon ein richtiger, sportlicher, kompakter, will ich mal sagen. Das Auto überzeugt durch gute Fahrleistungen. Es gibt 400 Newtonmeter Drehmoment. Das bedeutet, man hat reichlich Drehmoment unten raus. Und in Verbindung mit dem Differentialgetriebe hat man auch nicht zu viel durchdrehende Räder. Also in einer Linkskurve würde dann immer das Kurveninnere Rad durchdrehen. Man hat das unterbunden durch eine interessante und clevere Elektronik. Aber auch die Mechanik in diesem Frontdifferential ist top für den Sportbetrieb. Dieser Clubsport besitzt eine neue Front, ein neues Sportfahrwerk und innen ein Ambiente, das zu einem GTI Clubsport dazugehört. Denn viele werden das Auto auch nur im Alltagsbetrieb nutzen. Der Arbeitsplatz vorne ist GTI typisch. Klar ist auch, der Platz für zwei weitere Clubsportfans ist hinten recht groß. Der verwendete Motor im GTI Clubsport ist eigentlich ein alter Bekannter. Der findet auch Verwendung bei den VW-Töchtern, zum Beispiel bei Seat oder Cupra. Hier hat er auch 4 Zylinder, 2 Liter Hubraum und leistet in diesem Fall 300 PS, entwickelt 400 Newtonmeter Drehmoment. Das ist schön, dann hat man viel Bums unten raus. Und damit schafft das Auto abgeregelt 250 auf der Autobahn. Wenn man dann ein Performance-Paket dazu bestellt, dann läuft das Auto so um die 270, 275 Topspeed auf der Autobahn. Würde ich immer machen, dann hat man die volle Freude. Das Auto beschleunigt in 5,6 Sekunden von 0 auf 100 und das ist schon ein sehr, sehr sportlicher Wert. Der GTI ist ja sowieso ein Dauerbrenner. Was bedeutet denn ein GTI oder ein GTI Clubsport für die Marke VW? Also im Falle des Golfes hatten wir schon immer Sportmodelle und wenn wir jetzt mal an den Golf denken, wir haben 8 Lines im Golf, die wir anbieten, die Hälfte davon sind Sportler. Also GTI, GTE, GTI Clubsport, R-Modell, das sind die Hälfte unserer Derivate, was glaube ich schon deutlich macht im Golf, welche Bedeutung Sportmodelle im Golf ausmachen. Hier kann ich jetzt noch verschiedene Modi einstellen. Da gibt es Eco, Komfort, Sport und Individuell. Und für diesen Clubsport hat man jetzt noch die Möglichkeit, neben Sport noch Spezial einzustellen. Da gibt es dann eine Nürburgring-Abstimmung. Die ist absolut top, ein bisschen schärfer. Und die werde ich jetzt mal ausprobieren. Damit ist der VW-Straßensportler echt straff unterwegs. Ohne Murren rennt er um die Kurven und dabei kommt keine Unsicherheit auf. In der Zeitlupe zeigt der Clubsport, dass er es drauf hat. Leichtes Untersteuern und hinten rechts hebt er das Rad etwas an. Das zeigt, vorne gibt es reichlich Grip an der Vorderachse. Das alles natürlich auf abgesperrter Straße. Hier ist freie Fahrt angesagt und der neue Golf Clubsport schiebt kräftig an. Ohne Temporegel bin ich unterwegs und die 275 Topspeed sind erreicht. Ich wusste, dass er das kann. So, meine Testfahrt mit diesem Golf GTI Clubsport ist zu Ende und ich muss sagen, es ist ein überzeugendes, sportlich zu fahrendes Auto. Der kann vieles, der hat fast alles, also was will man mehr? Das Basisauto soll kosten 49.225 Euro, nicht gerade wenig, aber dafür bekommt man auch ein wirklich tolles Auto. Mir hat das Spaß gemacht, euch vielleicht auch. Bis dahin dann, tschüss.